Willkommen zu Werder Millionär, Staffel 3 geht los. Wir sind wieder da in einem neuen Studio, was man als Himmel und Hölle bezeichnen kann. Der Himmel, 1 Million Dollar, die gewonnen werden könnten mit 15 richtigen Antworten. Die Hölle, weil das Feuer um uns herum uns ein bisschen kirre machen könnte. Normalerweise ist es so, wir hätten gesagt, wir starten mit einer Horrorwoche in diese neue Season. Aber da das Projekt gescheitert ist und nicht genug Fragen da sind, fällt das Ganze natürlich flach erstmal. Das tut mir natürlich leid für euch, aber ihr habt mir nicht gehört. Meine eigenen Fragen zu spielen ist natürlich auch ein bisschen doof. Das andere wiederum ist, normalerweise hätten wir 6 Kandidaten am Start pro Woche. Da das aber heute nicht so der Fall ist, werde ich mit Malte zusammen, grüß dich. Hallo. Werden wir das zusammen machen diese Woche, und zwar, ja, Hot Seat. Ich erkläre mal die Regeln gleich. Normalerweise warten im Studio 6 Kandidaten auf den Gewinn von 1 Million. Nur einer von ihnen wird ihn abräumen. Wie genau das funktioniert, erkläre ich euch mal, indem wir einfach die Runde starten. Wer diesen Geldbaum nicht kennt, der wird ihn jetzt kennenlernen. Es sind 15 Fragen bis zu Millionen, 100, 200, 300, 500, 1000 Dollar die Sicherheitsstufe, 1500, 2,5, 4, 6, 10, 20, 50, 100.000, 250.000 und oben die Millionen. Wie gesagt, normalerweise ist es so. Im Studio sind normalerweise 6 Kandidaten. Der erste sitzt auf dem heißen Stuhl drauf, hier vorne. Die anderen 2 sitzen hier hinten und 3 sitzen hier vorne. Der erste spielt die Fragen, soweit er kann. Meinetwegen 100, 200, 300, 500, 1000 geht auch noch hin. Vielleicht 1500, aber 2000 hat er keine Ahnung. Da gibt es einen Joker, und zwar den Pass-Joker. Derjenige, der auf dem Stuhl sitzt, der gibt die Frage an den mal hinter sich weiter. Er wiederum, der auf dem Stuhl saß, kommt auf den letzten Platz dieser Warteschlange. Der nächste spielt und kann die Frage dann nicht passen. Er kriegt dieselbe Frage und dieselbe Anzahl an Zeit. Die ersten 5 Fragen haben ein Zeitlimit von 15 Sekunden. Von Frage 6 bis 10 sind 30 Sekunden Zeit und Frage 11 bis 15 jeweils 45 Sekunden. Ein Nachteil ist, wenn dann der Hintermann die Frage nicht beantworten kann, dann fällt er aus dem Spiel raus. Für die anderen wiederum gut, aber für alle auch schlecht. Denn jeder Kandidat, der ausscheidet, der schmeißt den Höchstgewinn aus dem Geldbaum raus. Wenn alle noch im Spiel sind und der erste rausfliegt, fällt die Million aus dem Spiel raus. Es geht darum, den Hauptgewinn so lange wie möglich im Spiel zu behalten. Wenn also einer rausfliegt, ist die Million futsch, bei dem nächsten die Viertelmillion, dann 100.000, 50.000 und 20.000 und der letzte Überlebende könnte noch quasi maximal 10.000 Dollar so gesehen gewinnen. Wenn man aber schon drüber ist und dann falsch beantwortet, fällt man runter auf die 1.000 Dollar zurück, denn nur derjenige, der am Ende der Show die Frage richtig beantwortet oder falsch, gewinnt das Geld. Alle anderen gehen leer dieser Runde aus. In dem Fall bei uns beiden, ich werde anfangen mit den Fragen, dann wechselst du dran, dann wieder ich, dann du, dann wieder ich und dann du. Ansonsten, das sind unsere Spielregeln fürs Hotseat-Format. Seid gespannt, wie das in dieser Season wird. Wenn man es alleine spielen würde, kann es eine Blamage werden, weil man quasi keinen Joker zur Verfügung hat für die 15 Fragen oder weniger entsprechend. Aber es bleibt 15 Fragen. Nur die Frage ist, ob es zu Millionen wird. In jedem Fall starten wir in die erste Runde durch und gucken mal, wie weit wir kommen. Los geht's mit WWM Hotseat. So, unsere erste Frage. Bevor ich die Frage noch beantworte, hier oben übrigens zur Erklärung des Symbole. Unser Pass-Joker verfügbar ist ja oder nein. Der Hauptgewinn ist hier, also die letzte Frage. Unsere Kandidaten in Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Kandidat 1 war eben der aktuelle Spieler. Ich bin auf Platz 1, 3 und 5, mal also auf 2, 4 und 6. Und unsere erste Frage lautet: Was ist ein Toupet? Falsche Zähne, falsche Haare, falscher Schmuck oder falscher Pelz? B, falsche Haare. Frage 2 lautet: Werdest du vermutlich nicht einmal mit Insekten vorher aus dem Talkshow-Studio vertreiben? Mücke, Wespe, Motte, Fliege. Die Fliege am Anzug. Dritte Frage: Wer im FKK-Restaurant in der Bretagne Escargots bestellt ist? Schildkröten, Blindschleichen, Eidechsen, Nacktschnecken, D, Nacktschnecken. Vierte Frage lautet: Was schuf Gott nicht am vierten Schöpfungstag? Sonne, Mond, Sterne, Laterne. Die Laterne D. Was ist das für eine Frage, Mann? Ja. Und die wurden bei WWM gestellt, das ist ja krass. So, fünfte Frage: Wie nimmt man einen Anlauf für ein senkrecht stehendes Dachfenster? Gaube, Haube, Laube, Taube. Alles, was mir sagt, ist eine Laube, deswegen C. Gaube? Hättest du das gewusst? Nee.
Ich kenne nämlich nur Gartenlaube, die oben drauf ist. Na gut, dann frage ich mal fünfte Frage raus. Das heißt im Prinzip, für jeden, der nicht mehr das wissen, wie es geht, der Hauptgewinn fällt um eine Frage nach unten von 1 Million auf 250.000. Und Malte macht weiter. Hätte ich passen sollen, Mann. Egal, hätte ich nichts geändert. Deine Frage 5 lautet: Was wird oft im Sinne von genauer gesagt verwendet? Gut besser, viel mehr, gern lieber oder kaum weniger? Genauer gesagt. Ja, 7 Sekunden. Viel mehr. Richtig. 1000 Dollar. So, die 1000 haben wir. Ich muss noch ein bisschen lauter machen, weil ich spiele viel lauter als du. Wie immer eigentlich. So. Ein bisschen lauter sprechen. Jawohl, oder so geht's auch. Mach ich noch ein bisschen runter, sicherheitshalber. So. Dann geht's weiter für dich mit Frage 6 für 1500. Welche Sendung moderiert die sympathische Petra Kuschlück? Tänzertenne, Schauspielerhütte, Sängerschober oder Musikantenscheune? 30 Sekunden Zeit. Musikantenscheune. Ja? Ja. Da weißt du mehr als ich, richtige Antwort 1500. Frage 7 von 14. Was stellte Hans Riegel 1922 in Bonn erstmals her? Gummibärchen, Nylonstrümpfe, Büroklammern oder Neonröhren? Da passe ich. Keine Ahnung. Okay. Dann darf ich die Frage wieder übernehmen. Hans Riegel 1922 in Bonn erstmals her. Gummibärchen, Nylonstrümpfe, Büroklammern, Neonröhren. Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Gummibärchen 1922, nicht schon so alt, ich weiß ja genau, wann gab es Gummibärchen. Nylonstrümpfe schließe ich aus. Büroklammern, ja, kann meinetwegen sein. Neonröhren, ja, C oder D, ich würde mal sagen. Nehmen wir mal. Neonröhren D. Die sind bestimmt noch älter, wetten. Was? 1922 Gummibärchen, okay. Du hast. Du bist so ein Arsch, ne? Ich bin schon zweimal rausgenommen, dass wir alle drei leben. Was ist denn morgen? Was soll denn das, ey? Ich bin ja eh der Doofe hier. Deine Frage Nummer 7. Ja. Ganz ohne zu. Was man schon vor 50 Jahren Ochsenzunge an der Adria auf Hawaii in Madeira oder am Ballermann? Weißt du es? Jetzt musst du antworten. Auf Hawaii. Ja? Ja, einfach mal geraten. Auf Hawaii B. 50 Jahren genoss man Ochsenzunge in Madeira. Aha. Sehe ich genauso. Aha. Wisst ihr, was das ist? Scheißegal. Wird ganz schön schwer. Da sind drei Fragen schon rausgefallen. Höchster Gewinn 50.000 bei Frage 12. Ich bin schon wieder dran. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Jeder ist so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann, den Biber Bauzimmern, den Schokoladenweihnachtsmann oder den Mundis neuen Mann. Schön. Also, B sagt mir definitiv irgendwas, aber wir haben uns alle lieb, jeder ist so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Würde auch Sinn machen, theoretisch für den Text her, den Biber Bauzimmern. A oder B? A. Was glaubst du? Ich würde jetzt B sagen. Ja, ich kenne Biber Bautzmann aber in einem anderen Lied zusammenhang. Ich könnte gut B sein bei dem Lied, ich weiß es aber echt nicht.
Ich hab mir nämlich wieder irgendwie gedacht, im Nachhinein Biber Wow zu machen, das kommt bewegen und irgendwie sowas, das ist anders sieht, glaube ich. Aber guck mal. Richtige Antwort ist. Ah! Yay! Kugel Talk, Kugel Pokers. So, 8. Frage für 4000. Ich bin auch dran. Wie hieß eine beliebte Jugend im DDR-Fernsehen? Nicht meine Zeit. 866, 977, 1088, 1199. Ich habe keine Ahnung. Deswegen gebe ich die Frage an dich weiter. Ich passe die Frage. Mal gucken, ob du so weißt. Frage 8. Eine blöde Jugendstellung in der DDR hieß 866, 977, 1088 oder 1199. Zeit läuft. Keine Ahnung. Einfach musste jetzt muss auch mal rausfliegen. 1088. 1088? Ja. 1088 sagt er. Ich hätte vielleicht irgendwie D gesagt, 1199, wegen 11, wegen Fußball oder sowas, ich weiß nicht genau. 1088 ist falsch. Oh. Wäre 1199 gewesen. Okay, die Frage ist ebenfalls weg, dann sind wir noch 20.000 im Spiel. Man merkt es einfach im Superteam. Wir mobben uns gegenseitig aus dem Spiel heraus. Ja. Jeder hat noch ein Leben. Ich habe ein... Warte mal, du bist jetzt am nächsten wieder dran, oder? Ja doch, du bist jetzt Leben 2, deswegen bist du jetzt wieder dran. Ja, ist ein bisschen doof gemacht, aber was soll's. Deine Runde, das ist die zweite Chance. Welches Detail gehörte zum Erscheinungsbild des VW-Käfers früherer Tage? Semmelreifen, Lebkuchensitz, Rindelfenster oder das Spekulationsverdeck? Weißt du nicht? Nö. Schöne Frage. Dann rat es klar, lass sie her. 15 Sekunden hast noch Zeit. Semmelreifen, Lebkuchensitz, Brezelfenster. 10, 9, 8, 7, sag was. C. C? Brezelfenster. Ich hätte irgendwie gekippt auf entweder D oder B. Richtig gewesen wäre. Der Brezelfenster. Manch einer hat mehr Glück als Verstand. Ja, aber Ahnung hatte ich jetzt da nicht. Ich auch nicht. Das wäre blind geraten gewesen. Frage 9 von 11. Sie lautet: In einer sogenannten Schlammbowle besteht der Schlamm zumeist aus Schokoladensoße, Vanilleeis, Eierlikör oder Heidelbeersirup. Keine Ahnung, oder? Kandidat 5, bitte. Nein, du kannst nicht mal passen, ist oben weg. Ach so, scheiße. Ja, toll. Muss ich raten, oder was? So in etwa. 10 Sekunden. Eierlikör. Eierlikör. Keine Ahnung. Wusstest du's? B oder C, sag ich. Ich bin immer zur Vermutung und ich schließe immer meistens zwei direkt aus. Ich das ist richtig sein. Es ist? B. Oh. Aber das wäre auch mein erster Verdacht gewesen, was soll's. Dann geht's nur noch um 10.000 mit zwei Fragen, die übrig sind. Ich bin jetzt komplett raus. Viel Glück. Ich habe zwei Fragen von mir, die und die nächste noch. Entweder gewinne ich jetzt die 10.000 oder 1.000. Doch. Wen spielt Judy Garland? Tamara von aus, willst du mich verarschen? Keine Ahnung. Rose, Blanche, Dorothy oder Sophia? Ja. Ah, das hat jetzt in ihr Ernst. Ich schließe B direkt mal aus. Wieso auch immer. Ich würde sagen. Dorothy Sophia. Ich muss raten. Kann ich anderes übrig? Ich nehme C. Wäre das eine Frage für dich gewesen? Nee. Wir lassen uns überraschen. Ich hätte vielleicht B gesagt, aber. Blanche, bisschen Blanche, keine Ahnung. Blanche ist Französisch, ich dafür weiß. Judy Garland spielt den Zauberer von Oz.
den oder die Dorothy. Letzte Frage. Frage 10 von 10. 10.000 Dollar. Entweder 10.000 oder 1.000. Eins von beiden gibt's jetzt gleich. Wie heißt die 1947 gegründete Vereinigung der Beamteten und Angestellten Ärzte in Deutschland? Hartmannbund, Marburger Bund, Knappschaft oder Duisburger Gesellschaft? Als die Antworten kamen, hätte ich einfach A oder B gesagt. Ich würde C ausschließen. Knappschaft, das ist glaube ich kein Ärztebund. Duisburg Gesellschaft. Der Beamteten und Angestellten Ärzte in Deutschland. Marburger Bund. A oder B, es ist so mies. Muss man was nehmen? Ich riskiere jetzt B. Das ist aber spannend. Ja, letzte Frage für diese Folge. Das kann, entweder ist es bestimmt wieder, warum A, wetten. Ja, gewonnen hast ja so oder sowas. Ja, 1000. Ja, also. Dennoch, wir haben gute Fragen heute aus der Folge rausgeschmissen. Und die Antwort auf die letzte Frage, die Vereinigung der Beamteten und Angestellten Ärzte in Deutschland heißt... Der Marburger Bund! Hey. Yes! Mein Glückwunsch! Danke! Damit ist auch unsere Show zu Ende. Das war die erste Folge beispielhaftes neuen Format des Hot Seat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mitgeraten habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wo ihr aufgesucht hättet. Es war in jedem Fall eine schlüssige erste Runde und wir machen gleich morgen mit der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen. Tschüss.